Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Freddy vs. Jason. Wir fangen mit Nightmare on Elm Street von 1989 an, mein Geburtsjahr. Das ist wirklich Nightmare on Elm Street, ihr erkennt Freddy Krüger, oder vielleicht auch nicht. Der Typ da ist halt Freddy Krüger. Jetzt ist ein 1-4-Spieler-Spiel für den NES. Ich hab eine ROM, also ich hab einen Emulator, juhu! Eigentlich müsste man dieses Haus haben, irgendwie buggt das Spiel, tut mir auch ehrlich leid. Und da kann ich euch auch nicht wirklich viel zeigen, es sei denn, ich schlage gleich ein Safe State einfach mal. Ihr seht dann zwar nicht, wie ich ins Haus reinlaufe, aber ihr seht dann, wie ich drin stehe. Wie ich weiterspielen kann von da aus auch. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Scheiße, sorry, falsche Safe States. Gucken wir mal. Ah, das ist der richtige, cool. Ja, wir sind jetzt im Haus, wo wir vorstanden eben noch. Hier müssen wir halt Knochen sammeln. Ja. Die keinem anderen als Freddy Krüger, auch Krüger, wie die immer sagen, so schön. Keine Ahnung. Ich glaube eigentlich, dass der Krüger heißt, wie er geschrieben wird. Aber, naja. Wer den Film Nightmare on Elm Street kennt, der weiß schon Bescheid. Wer nicht, ja. Sollte ihn sich mal ruhig angucken. Keine Ahnung, ich kenne die neue Verfilmung zwar nicht, aber, naja. So viel zu diesem Thema. Ja. Ich kann auch nur sagen, klasse Spiel, 1A, würde ich nicht sagen, aber, oder vielleicht doch, keine Ahnung. Ich sterbe immer sehr früh. Ich wollte eigentlich sagen, klasse Film, 1A. Aber alles wirklich 1A, also, ohne Scheiß, auch wenn es so klingt, als wenn ich mich mal lustig machen wollte. Wir können auch in diesem Spiel hier einschlafen. Dann kann es passieren, dass Freddy Krüger vorbeikommt, persönlich, um uns zu terrorisieren. Juhu. Also nicht, dass Freddy Krüger vorbeikommt, sondern dass ich jetzt hier runter bin und nur noch zwei Knochen brauche. Ansonsten kommen wir dort nicht in die Luke rein. Im Boden. Ich kann dazu leider nur sagen, diese ROM hat ständig Probleme. Jedes Mal, wenn wir, also, und auch jedes Mal, wenn wir einen neuen Abschnitt wollen innerhalb eines Gebäudes, müssen wir die ganzen Knochen sammeln. Wenn es nachts ist, steht hier ein Radio, ansonsten steht hier dieses komische Teil, was ich eben aufgehoben habe. Wenn wir schlafen, steht dort ein Radio, das wollte ich sagen, wenn es nachts ist. Und wenn wir schlafen, ja, dann können wir durch das Radio wieder aufgeweckt werden. Und wie diese ganzen anderen Dinger hier gut sind, weiß ich selber nicht. Ich bin bis heute nicht so wirklich dahinter gestiegen. Gehen wir mal einfach weiter. Unser erster Endgegnerkampf gegen Freddy's Hand. Ja, ich sag mir immer nur, votet einfach für euren Favoriten Freddy oder Jason. Aber ich will doch dazu sagen, mir wäre eigentlich Jason zum Abschluss lieber als zweites Let's Play. Weil ich lieber das Freitag der 13. Spielspiele, was ich auch da habe. Und es ist halt der zweite Teil dieses Videos, beziehungsweise das zweite Video zu diesem Let's Play Special, je nachdem wie es funktioniert alles. Jo, ich weiß, ich sterbe häufig, ich stelle mich auch voll schlecht an und so. Aber es geht ja auch nur darum, euch einen Testlauf zu zeigen. So, geschafft, Haus beendet. Dieses dort, wo wir eben vorstanden. Weiter geht's, hoffentlich dieses Mal auch ins zweite Haus rein. Könnt ihr mal die hässliche Laufanimation sehen? Habt ihr was zu lachen? Oder auch nicht? Leider hat dieses Spiel hier nur Probleme. Tut mir auch ehrlich leid. Ernsthaft? Ja, los geht's. Zack. Nix. Gut. Sehr schön. Ja, irgendwie kann man in sämtliche Häuser hier reingehen. Keine Ahnung. Also, man muss halt der Reihenfolge nach ablaufen. Kein Plan. Funktioniert bei mir alles nicht so richtig. Wie schon gesagt, die ROM buggt auch so, wenn ich nicht aufnehme. Häufiger mal. Aua! Penner. Wir haben auch nicht unendlich continuous, mir weniger angenehm ist. Ja, so welche Polizisten oder sowas. Mal ein bisschen Background-Infos geben, ne? Weil ich weiß, so ein Nightmare on Elm Street, der erste Film mit Johnny Depp. Jo, ich weiß, klingt lustig, ist aber so. Ja.
Ich will demnächst mal die Neuverfilmung reinziehen, da ich Freddy Krüger und Jason eigentlich beide sehr gerne mag. Leider gibt es, soweit ich weiß, kein Spiel zu Halloween. Wenn es doch eins gibt, lasst es mich bitte wissen. Denn ich würde dann den Michael Myers auch gerne mit einbeziehen. Ich habe ja den ersten Halloween-Teil mir angeguckt, fand ihn zwar nicht so toll, aber jetzt den alten. Aber das hatte halt mehr so eine typische Hintergrundgeschichte, wie zum Beispiel, ich drehe mich mal ihm bei der Treppe zu, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wirklich dolle ist es nicht, wenn sie sich ständig ihm da rumdreht. Mit dem Rücken. Während sie auf der Treppe sitzt. Ich hoffe mal, dass Freddy bald kommt. Dass wir bald einschlafen, damit ich euch auch nochmal Freddy zeigen kann. Also, es wäre nicht der Endgegnerkampf, den habe ich selbst noch nicht geschafft. Ich habe das Spiel angespielt. Genauso wie Freitag der 13. Vielleicht sage ich einiges doppelt, tut mir leid. Ich habe zuerst Freitag der 13., was als zweiter Part gilt, aufgenommen. Oder als zweiter Part für dieses Special. Freddy vs. Jason. Ja, ich weiß, es gibt auch einen Film und... Also, das Special ist halt nach dem Film benannt. Und ihr sollt halt wirklich voten, wen ihr lieber sehen wollt. Zuerst, heißt das. Ach, jetzt verstehe ich diesen roten Energiebalken, was oben links ja jetzt komplett schwarz ist, wo X1, also mal 1 dran steht. Das ist unsere Schlafleiste, also unsere Wachleiste, wie wach wir sind. Jetzt sind wir müde. Und wir schlafen, das meint ihr mit schlafen. Irgendwo hier in der Gegend rennt der Freddy jetzt rum und kommt irgendwann, um uns zu nerven. Aber wir stören uns nicht daran, weil wir nette Menschen sind. Jo, jetzt sind es nämlich auch Freddys Handy, die dort rauskommen. Wie ihr wahrscheinlich schon der Warnung entnehmen könnt, bitte nicht unter 16 Jahren dieses Video angucken. Danke. Theoretisch hätte ich auch 12 schreiben können, aber naja. 12 oder 16 nimmt sich schon einiges, muss man ja mal sagen, aber trotzdem. Denke ich mir, ist das besser, wenn ich ab 16 schreibe. Aua, Arschgeige. Wieder rein. Mann, jetzt kann endlich in dieses verfluchte Haus rein. Ich will da rein. Hallo. Ja, wie schon gesagt, es backt einiges. Ihr seht auch vielleicht den einen oder anderen Ruckler zwischendurch oder hinterher auch komplett. Ruckel, ruckel, ruckel. Keine Ahnung. Ihr hört es ja auch im Ton. Ich werde neu anfangen, also ich werde hier kein Safe State jetzt speziell dafür setzen. Continue nehmen mal schnell. Zwei. Freddy kommt vorbei. Drei, vier. Er klopft an deine Tür. Fünf. 6, nimm dein Kruzifix. 7, 8, Freddy sagt gute Nacht. 9, 10, du darfst nicht schlafen gehen. Ey, das Lied ist vorbei, du Penner, jetzt komm endlich her. Na, was weiß ich, was auch immer los ist. Freddy's coming! Das ist Freddy! Das ist wirklich Freddy! Freddy Krueger! Komm her, mein Freund, komm her! Wow! Wow! Ja, ich weiß. Ich gehe gerade voll ab hier. Ja, der kommt jetzt immer wieder so lange, bis wir ein Radio finden, weil dann wachen wir wieder auf. Schon gesagt, also. Aua! Schreit der Bauer! Die Äpfel sind zu sauer, die Melonen sind zu süß, die Birnen sind zu süß. Morgen gibt's Grieß! Aua! Yo, wow, Spinner, yo, 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 komm her, Spinner, Boxkampf, ich boxe Fledermaus, Tortenschädel, wie auch immer, man diese Viecher bezeichnen möchte, wie schon gesagt, also es buggt einfach nur, ich kann dort leider in kein Storyser reingehen, im Moment, und werde mich auch bald mal töten lassen. Diesen Teil des Let's Play Specials beenden. Ihr hört jetzt ruckelt's richtig im Moment. Wie so auch immer, keine Ahnung. Das ist erst aus und jetzt kommen wir nicht mehr rein.
Ist ja ganz schön, wenn es nicht ruckelt. Sonst kann ich auch gleich Ruckelvania hier spielen. Ja, es ist schon schön, den Emulator zu haben, Safe States zu nutzen und so. Alles sehr angenehm. Zum Let's Playen, ehrlich. Ja. Wenn ich nicht gleich das richtige Haus finde, dann mache ich mir hier wirklich Harakiri, Suizid, wie auch immer ihr das nennen wollt. Boxer, Boxer, Boxer! Ja, verflucht. Also wie schon gesagt, ist halt auch eine Sache, entweder man mag solche Filme oder Spiele oder nicht. Ich finde beide ganz gut gelungen. Und ja, kann dazu nur sagen, ich habe meinen Spaß dran an solchen alten Spielen. Auf die Frage, wo ich meinen ROMs hab, kann ich nur sagen, Google ist euer Freund. Nein, aber ja, müsst ihr mal gucken. Ich weiß es selber gar nicht so genau. Ja. Nee, man findet ja leider nicht alles überall. Lassen wir dann nochmal töten. Ich meine, der Witz ist vorbei. Aua. Schreit der Bauer. Die Äpfel sind zu sauer, die Birnen sind zu süß. Morgen gibt's Grieß. Ja. Wenn man die Musik mal im vollen, durchklingigen Ton hören kann, ist ja eigentlich ganz cool. Hab neulich das irgendwo gelesen, dass das vom Erfinder von Donkey Kong ist, also vom Komponisten, die Musik jetzt meine ich, nicht das Spiel, ne, ne. Keine Ahnung. Ich glaube kaum, dass Shigeru Miyamoto hier seine Finger mit dem Spiel hatte. Aber wie schon gesagt, also es macht wirklich Spaß, zumindest wenn es mal nicht so buggt. Die Bugs sind wirklich, weiß ich nicht. Nerven. Wirklich, also. Disco-Musik! Disco Freddy! Verdiscost du von den Simpsons? Aber tot. Disco Freddy, egal, nehme ich doch nochmal ein Continue, aber auch nur Freddy jetzt da ist. Man kann auch sterben, weil man nicht unendlich Continues hat. Mit dem Over gehen, logischerweise. Denke ich mir mal so. Ja! Was ich noch unbedingt mal sagen wollte, ist, ich würde mir einfach mal von Seiten von YouTube wünschen, wenn ich als wie derjenige, der hochlädt, auch selbst einstellen kann, ab wann ich mein Video freigeben möchte, in etwa. Also man kann es immer noch hochsetzen von Seiten von YouTube aus, logischerweise, aber ich hätte gerne noch so eine FSK, USK-Dingsbums hier. Dass du sagen kann, man muss schon ein Konto ab 12 haben, dass man dieses Video gucken kann zum Beispiel. Also ich würde es ab 16 einstellen. Und wenn man jedes Alter machen könnte, würde ich vielleicht sogar noch ab 14 sagen, aber ab 14 ist kein richtiges Alter. Es geht mir einfach darum, dass keine kleinen Kinder dieses Video gucken sollen. Wenn man ein bisschen recherchiert und sich ein bisschen auskennt mit den Nightmare on Elm Street, weiß, dass das Spiel, weiß, dass der Film zumindest nicht kindertauglich ist. Gut, das Spiel ist im Vergleich sehr harmlos. Aber trotzdem möchte ich nicht unbedingt zwingen, dass irgendwelche Kinder sich hier so eine Spiele reinziehen. Jedenfalls nicht, wenn ich sie spiele. Ich kann nicht über das Leben anderer bestimmen, ich kann auch nicht über die Videos anderer bestimmen, aber ich denke mir, es wäre schön, so eine Option zu haben, einfach mal. Würde ich mir wirklich wünschen. Ich würde auch das ein oder andere Super Smash Bros. Brawl Video im Nachhinein hochsetzen. Weil ich persönlich selbst schon eine Spur zu krass finde insgesamt.
Ja, jetzt mache ich aber mal hier wirklich Suizid, Harakiri, wie auch immer. Kamikaze, bezeichnet jetzt doch, wie ihr wollt. Ich renne mit Absicht in alles rein, wie ihr seht. Ich könnte springen, aber ich tue es nicht wirklich. Da ich euch somit auch nochmal den Game Over Bildschirm zeigen kann. Jo, wer will den Game Over Bildschirm sehen, hä? Wer will ihn sehen? Ich nicht. Wird jetzt der ein oder andere denken, aber ist schon in Ordnung. Denke ich mal so. Ach. Zwei Leben noch in etwa. Aua. Aua. Schreit der Bauer. Die Äpfel sind zu sauer. Die Böden sind zu süß. Morgen gibt's Grieß. Ja, ich könnte noch ein Continue nehmen. Ich will keins mehr nehmen. Denn ich sag jetzt hier auch mal langsam noch gar nichts. Aber gleich. Game over. Juhu. Naja, nicht wirklich Juhu, aber. Naja, ihr wisst halt, was ich meine. Ich sag mir jetzt einfach Tschüss und bis zum zweiten Teil dieses Let's Play Special. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Freddy vs. Jason. Das hier soll jetzt eigentlich der zweite Part werden. Ich hoffe mal, dass der erste mit Jason, mit Freddy noch geklappt hat. Freitag der 13. für das NES von 1988. Die Musik haken sich ein bisschen langsam. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Wir suchen uns jetzt erstmal hier eine Figur aus, also ein Aufseher vom Camp Crystal Lake. Und nehmen uns einfach mal den George. Dem George wird erzählt, er soll das Feuerzeug benutzen, um das Feuer in den Feuerplätzen oder auch Kamin anzumachen. Fangen wir mal einfach an. Hier im Crystal Lake laufen überall Zombies rum. Wie könnte es auch anders sein, als dass irgendwo hier auch Jason rumrennt. Und er ist genau an dem grünen Haus dort oben rechts in der Ecke. Und dort gehen wir jetzt mit Mark hin. Und der taucht immer wieder so vor uns mal einfach auf. Wir müssen ausweichen und ihn verprügeln. Sie müssen uns nicht verprügeln lassen von dem Kerl. Wie jetzt? Der schlägt uns nämlich mit der Faust am Anfang. Später holt er sich dann noch eine Machete zur Verfügung. Ja, hab ich alles schon miterlebt. Dass er sich dann irgendwann mal seine Machete geholt hat und uns auf den Sack gegangen ist. Also mir viel mehr. Ja, er hat uns getötet. Nein. Egal. Den Mark können wir jetzt nicht mehr nehmen. Der ist jetzt endgültig tot. Jason hat in der Zeit wahrscheinlich noch ein paar Kinder getötet. Ja, da werden die Camp-Aufseher aber echt ihre Probleme mit haben, ne? Dann irgendwie den Eltern zu melden. Hoffentlich ist das Camp dagegen gut versichert, dass hier irgendwelche Zombies durch die Gegend rennen. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Wow, Jason ist wieder unterwegs. Juhu. JJ! Jo, ich weiß, dass ich dieses Mal so oder so sterben werde. Das braucht ihr mir gar nicht erst zu erzählen. Ich weiß, dass es so sein wird. Hier steht jemand anders verflucht. Da gibt es oben überhaupt noch einen. Ja, er tötet da oben Leute, wo ich nicht rankomme. Was soll der Scheiß, hä, Jason? Das müssen wir mal gleich hier klären hier. Was der Scheiß hier soll, ne? Ich meine, es kann ja nicht angehen, dass er dann geht, wo ich nicht hinkomme so schnell. Feuerzeug, juhu. Lebensenergie. Ja, ich möchte mich wirklich für die ganzen Chase-Ruckler hier entschuldigen. Ich benutze halt einen Emulator und, ja. Ein kleines Aufnahmeprogramm. Ja, das ist eine Höhle, da können wir auch rein. Problem ist, ich habe keinen Schlüssel, also kommen wir dort nicht weit. Vielleicht finden wir ja gleich einen Schlüssel, dann geht es doch sogar in die Höhle für euch rein. Ganz ohne Witz, das bringe ich fertig. Verflucht, wir haben es eh vermasselt. Jason tötet gleich einfach mal ein. Oh, juhu, unsere Messer. Die sind schon besser. Die Steine. Gehen wir einfach hier rein und zünden mal das Feuer an, wenn ich es finde, heißt das. Jason wird in diesem Haus eigentlich nicht kommen, dürfte er jedenfalls nicht. Würde mich auch stark wundern, wenn er jetzt so plötzlich wieder rumstehen würde. Vielleicht hat er auch eine Machete jetzt schon. Wäre weniger schön. Wenn er uns jetzt mit seiner Machete die ganze Zeit belästigen würde. Ach, er hat jemanden getötet.
Ja, doch, das rothaarige Mädel da von da hinten, keine Ahnung, wie jetzt heißt. Holen wir uns mal. Denn ich weiß, wo es noch einen Endgegner gibt. Gegen den ich aber selbst noch nicht kämpfen durfte. Aber ich weiß, dass es einen Endgegner gibt. Wo ich das weiß, YouTube. Da erkenne ich auch das Spiel erst. Ah, tot. Tja, der ist jetzt wirklich tot. Nehmen wir Paul. Wer ist eigentlich der Paul hier? Der Paule. Oh, ein Schlüssel. Wo sind wir? Wir sind an einem Scheißort, um in die Höhle zu gehen. So ein Mist. Aber da kann man auch nichts machen. Ach nö, da will ich nicht hin. Ich laufe lieber weiter. Und werde diesmal nicht gegen Jason kämpfen, jetzt wenn ich nirgendwo treffen sollte. Das Spiel kann man theoretisch gesehen in 3 Minuten durchspielen. Ich habe es wirklich gesehen auf YouTube. Ein Typ, der hat das innerhalb von 3 Minuten und ein bisschen durchgespielt. Also Hut ab vor ihm, ehrlich. Das war ein richtig geiler Speedrun eigentlich. Ich habe dieses Spiel bisher nicht einmal durchgespielt. Ich habe es ein bisschen angespielt, immer ja. Aber das war es dann auch schon. Weil es ist nicht so einfach. Ich will nicht gegen dich kämpfen, Alter. Verpiss dich, Mann. Geh weg, ey. Lauf doch schneller, ey. Ich will nicht gegen dich kämpfen, wie schon gesagt. Ja, der taucht auch mal einfach so auf einer Straße auf, um Stress zu machen. Ich kann nur sagen, die Ruckler sind mittlerweile ja ganz angenehm, also annehmbar geworden. Man gewöhnt sich auch dran. Angenehm sind sie nicht, aber annehmbar. Naja, Jason tötet mal wieder ein paar Leutchen, juckt mich alles nicht. Ist nicht mein Bier. Worum es bei diesem Voting geht, also bei Freddy vs. Jason, sucht euch aus, wen ihr zuerst sehen wollt, ob Freddy oder Jason. Und persönlich wäre es lieber, mir das Bessere für den Schluss aufzunehmen und damit Jasons Spiel, weil ich persönlich einfach das Spiel von der Mechanik her viel lustiger finde. Also lustig ist es nicht, aber ihr könnt euch wohl denken, was ich meine, denke ich mal. Lauf, Forest, lauf! Ja, keine Ahnung, wie gibt's hier auch normalerweise Eingänge, die sehe ich aber nicht, komischerweise. Ach, jetzt habe ich einen gefunden, cool. Jasons Mutter! Wirklich Jasons Mutter, also. Ich mach mich jetzt nicht über euch oder die Frau hier lustig, oder diesen komischen Kopf da lustig oder sonst wie. Das ist der Endgegner, von dem ich sprach, denn Jason und sie zählen als Endgegner. Jeder, der sich ein bisschen mit Freitag der 13. auskennt, weiß schon, was passiert ist. Wow, du Schlampe. Hey! Jetzt stirb endlich! Das erste Mal, dass ich gegen die kämpfe, also keine Ahnung. Haha, ich lebe wieder. Jetzt hat sie mich. Jetzt hat sie mich. Kann ich überhaupt in die Ecke angreifen? Nein, ich hab sie besiegt, geil. Nein, ich will die Machete haben oder was auch immer das dort ist. Wieso kann ich die scheiß Machete nicht mitnehmen? Sorry, aber ich will dieses Ding haben unbedingt. Ja, gehen wir mal raus und holen uns gleich. Ja, gehen wir gleich wieder rein. Hoffentlich ist sie nicht wieder da. Nein! Nein, die Machete ist weg. Wieso ist die Machete weg? Es geht doch nicht. Schattenkleister, ey. Doch, die ist wieder da, bin ich mir sicher. Wie geht's hier rein, Latsch? Ist die wieder da irgendwo? Keine Ahnung. Wo muss sie doch sein? Ja, super. Für nichts gekämpft hier. Nochmal rein. Sicher ist sicher. Lassen wir uns mal einfach von Jason töten. Ich meine, es macht eh keinen Sinn. Ihr habt gesehen, ich habe den Endgegner besiegt. Ich habe einen Endgegner besiegt. Jason kann man nicht so einfach besiegen. Was war das denn? Ach, Jason ist eh eine Banane. Ist gut zu wissen. Wenn das immer eine grüne Häuser, müsst ihr wissen.
Das macht die Sache so angenehm. Der kann, ich weiß immer, wo er ist in etwa. Problem ist, es bringt einem nur nichts, das zu wissen. Denn ihr wisst, man weiß nie in welchem Haus, also man weiß nie, wo er im Haus ist. Der kann hinter jeder Ecke hervorspringen. Gehen wir mal einfach wieder raus. Kamikaze, juhu! Naja. Ich habe nicht wirklich vor, hier irgendwen jetzt zu retten. Der ist mir viel zu weit weg. Ich weiß, ich bin echt gemein. Aber ich möchte doch nur sagen, votet ruhig in aller Ruhe für eins der beiden Spiele, welches ihr denn gerne sehen möchtet, keine Ahnung. Ach, du blödes Vieh! Sieht aus wie ein Wildschwein, obwohl du ein Wolf oder was sein sollst. Egal. Tschüss. Wozu auch immer wir das Feuer in den Kabinen anmachen müssen. Ich glaube, damit denkt Jason, dass dort jemand ist, obwohl da keiner ist. Und wir müssen es in meinen leeren Kabinen anmachen. Warum die Leute überhaupt noch zum Crystal Lake fahren? Fragt mich mit was Leichteres. Jo, wir haben noch einen anderen Erzieher. Begleiter hier halt am Leben. Jason kann auch im Wald auftauchen, keine Ahnung. Hat er bei mir, glaube ich, noch nicht gemacht. Mann, du blödes Drecksvieh. Kackvieh. Cool, wir sind raus aus dem blöden Wald. Aber wir leben eh nicht mehr lange. Ja, jetzt ist hier drin dunkel, komplett dunkel. Ja. Und mal wieder ist Sonntag, der 6. Februar. Statt mal wieder Freitag, der 13. Ja. Wow, ein Vogel! Nein! Er pisst auf uns rauf! Ja, ich weiß, ich bin irgendwie total albern, total, weiß ich nicht. Gebe ich auch alles gerne zu. Nicht unbedingt meine Let's Plays qualitativ verbessert. Bin ich nur so ein Bullshit-Laber hier. Nee, ich will die Heilung haben. Und mal gucken, ob ich hier, wenn ich hier lang, wenn ich hier reingehe, ich irgendwo einen Erzieher weiter in der Nähe habe. Ja, hab ich. Wie? Verpiss dich mal! Ich bin ja wirklich nicht erschreckt wegen dem. Die Ruckler sind auch ganz schön auf der anderen Seite. Erwischt mich nicht so oft wie normalerweise. Ja, unsere Aufgabe besteht da drin, ihn jetzt so lange abzuwerfen, bis er sich verpisst. Aber irgendwie hat er keinen Bock da drauf im Moment. Ich wollte eigentlich aus dem Haus rausrennen, bevor er mich erwischen kann. Ihr seht ja, was dabei rauskommt bei dem Versuch. Man dreht sich einmal um und schon steht er vor einem. Yo, sorry, die Musik nervt, ich weiß. Mich auch schon.
Hey, du Penner! Ey, man muss ich ihn schon besiegen. Das gehört schon dazu, den einmal zu besiegen zum Testlauf in Let's Play. Nein! Ja, einen haben wir noch. Debbie! Ach, die holt das ich auch noch. Ich meine, wir haben so lange überlebt. Einmal die Energie ist von ihm auf Null und er ist endgültig futsch. Ne, ich verpiss mich, du blöder Vogel. Ich bin ja schon weg, ey. Jo, die Geräusche sind immer nicht ganz so quietschig. Schrill oder wie auch immer. Oh ja, geil, diese Wurfwaffe. Das ist das, was wir hätten finden können. Das ist um einiges besser, die Machete oder wie auch immer man das Ding hier nennen möchte. Ihr seht, wie schnell die Viecher alle sterben, wenn man mit einer Machete beschmeißt. Haben die wirklich auf den Tod? Leider, wenn ich mit Jason im Moment rumrennt. Denn das tut auch ihm richtig weh. Ist zwar nicht so gut wie das Beste und das ist Feuer, aber egal. Jason! Mittagessen, es gibt Macheten. Ach, der mag mich nicht. Wen wundert's? Ich hab ihn auch mit Steinen beschmissen. Also eigentlich bringen so ein paar läpperliche Steine und Machet nichts gegen Jason. Bam! Sterbt alle! Juhu, Jason tötet wieder Leute. Ja, unten, Spinner. Nicht hinkommen könnte, ey. Nö, ich warte, dass er zu mir kommt, irgendwie. Wie auch immer, keine Ahnung. Hier ist der Wald zu groß, muss ich ehrlich zugeben. Das ist unübersichtlich. Mann, blöder Vogel, ey. Mann! Tuck ich mich, dann erwischt er mich. Jetzt stehe ich, dann erwischt er mich. Haha. Na also, so geht das also mit den Scheißvögeln, gut zu wissen. Bin ich überhaupt? Ja, ich bin einmal außen rumgelaufen fast, das geht doch nicht. Ja, aber ich hatte mal auf die Idee kommen, das Camp wegen dem dazu evakuieren. Jetzt hat er seine Machete, die meinte ich. Mann, verpiss dich, Junge. Mann, geh weg, ey. Alle sind tot. You and your friends are dead. Game over. Ist doch mal nett. Okay, ich möchte dazu nur sagen, votet euch doch ein Spiel
ob nun Freddy oder Jason, wer euer Favorit ist, oder welches Spiel euer Favorit ist, könnt ihr euch ja selbst entscheiden und mir einfach in die Kommis schreiben. Ey, das hat sich sogar gereimt, ist ja geil. Naja, ich sag mal einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.